Hallo, meine Lieben. Wenn ihr gern wissen möchtet, wie man den Adventskalender mit den vielen, vielen Schokowürfeln drin, Schächtelchen macht, dann schaut einfach nach dem Intro weiter. Wieder, eure Jutta von JM Kreation. Heute habe ich mal einen Adventskalender der etwas anderen Art für euch. Und ihr werdet bald merken, was ich damit meine. Also, wir machen heute ja einen Adventskalender in der Schokoladenverpackung. Das heißt, ihr braucht die Stanze, hier habe ich sie, die 00471, die Schokoladenverpackung. Die stanzt ihr euch einmal aus. Und die Aufleger braucht ihr dann zweimal. Das kommt quasi hier so oben drauf. Nicht wundern, ich habe hier ein Restpapier genommen, es hat ein kleines Loch, aber hier für Vorführzwecke habe ich gedacht, reicht es auch. Gut, dann falzt ihr euch alle Linien mal nach. Und was wir schon mal machen können, solange das noch nicht geklebt ist, können wir uns erst einmal die zwei Deko-Teile hier aufkleben, solange das alles noch, solange wir noch drauf rumdrücken können. Machen wir uns das geschwind. Dann kleben wir uns das mal. Kleber verklebt. So. Gut. Dann falzt ihr euch die Schachtel zurecht. Halte mal das mal auf die Seite lege. So. Und dann kleben wir uns die. Und zwar machen wir jetzt erst einmal die vier kleine Ecke. Die streiche ich mit. Nein, ich mache es nacheinander. Die klebt euch jetzt einfach hier fest. Auch meine Brille rutscht da schon wieder. So. Kurz halten. Und die Seite auch. Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg, sonst schenke ich euch so auf der Nase, gell? So. Und die Seite machen wir auch. Und hier noch. Das gibt jetzt einen kalorienarmen Adventskalender. Oder kalorienlos sogar. Weil in die Schächtelchen, die dann nachher reinkommen, also klar könnt ihr Süßigkeiten reintun. Wir sprechen ja hier von den kleinen Würfelchen, von denen hier. Und den habe ich eigentlich gedacht, nicht um Süßigkeiten reinzufüllen, sondern um kleine Botschaften reinzufüllen, also kleine Zettelchen. Nur mal so als Hinweis. Also es passen auch so Mini-Bonbons, Smarties, Gummibärchen. Es passt natürlich auch Geld rein. Das geht ja so klein zusammen, das geht super gut. Müsst ihr mal gucken. So Tic-Tac und so Puffreis und. Ich denke, es muss ja auch nicht immer ein riesen Adventsgeschenk sein, also so riesen viel im Türchen drin sein. Eigentlich zählt es ja nur, dass man weiß, wie lange das noch bis Weihnachten geht. Früher gab es ja nur die Papierkalender, wo ein Bildchen dahinter war. Da war also auch nichts Süßes drin und die Kinder, die das damals kriegt haben, die waren auch glücklich und zufrieden. Back to the roots. Nicht immer so viel, höher, schneller, weiter, sondern mal ein bisschen zurück. So, dann hätten wir die Box soweit, die Grundbox schon mal soweit fertig. Jetzt muss ich geschwind mal, Moment, mein Kleber zumachen. So, und dann brauchen wir die, weil der Kleber zugemacht, die brauchen doch nochmal. Und die werde ich uns jetzt hier reingeklebt. Und, ups,
hält noch gar nicht richtig. Also bei uns sagt man, wenn es pressiert, soll man langsam tun. Das heißt, wenn man es eilig hat, dann soll man etwas langsam machen. So, also dann klebe ich mir jetzt das mal das hier rein und das da rein. Okay? Hier der Kleber, den können wir da auch gleich drauf machen. So, jetzt dafür zu. So. Dazu knicke ich mir das so ein bisschen so um. Und dann lege ich mir das so hin und drücke das hier fest. Kann ich es auch so machen? Ja. Entschuldigung, wenn ihr euch die Schachtel jetzt entgegenkommt. Also guckt, dass ihr das ein bisschen vermittelt, nicht auf die eine Seite quetscht, dass die Lasche halt nachher noch gut damit reingehen. Ja? So, und dann machen wir uns das hier genauso. Das kann ich euch jetzt nicht. Ich muss hier leider hier auf dem Boden ein bisschen drücken. So. Gut. Dann können wir uns die schon mal zusammenklappen. Und da jetzt ist, weil das Schachtel so lang ist, steht es hier immer so ein bisschen ab. Und deswegen mache ich ganz gerne Banderole rum. Und die habe ich mir schon mal zugeschnitten. Und zwar habe ich hier jetzt einen Streifen mit 21 x 4 cm. Und dann habe ich gefalzt 5,2, 1,6, 8,2, 1,6. Und der Rest, so wie er halt gerade ist. Dann habe ich mir Rechteck zurechtgeschnitten mit Hilfe. Ohne Hilfe, ich habe selber zugeschnitten. Mit 7x3 und 1 mit 6,5x2,5 cm. Auf das hier stempel ich jetzt mir aus unserem Adventskalender to go die 64,28. Das ganz unten, das sind zwei einzelne Stempel, die habe ich mir jetzt auf den Acrylblock geklebt. Das, also hinkäftet. Und ich habe mir das, den Schriftzug nochmal, habe den anderen so ziemlich dagegen gemacht. Dann stempeln wir uns den jetzt geschwind mal auf das Weiße. Und ich habe jetzt das gleiche genommen wie hier die Aufleger. Und das sind halt jetzt ein bisschen Sternchen. Ich muss ein bisschen zu mir her, sonst wird es nichts. Wo bin ich denn hier? So. Ich habe leider nicht die andere passende Farbe da, deswegen habe ich jetzt schwarz gestempelt. Aber naja, schwarz geht eigentlich immer. Und dann kleben wir uns das jetzt da drauf. Jetzt klebe ich aber erst das da drauf, bis das andere wirklich ganz trocken ist, der Stempelabdruck. So, komm her. Also das Papier ist ja zweifarbig. Es hat immer das helle Taub und das dunklere Taub. Und für außen habe ich jetzt das dunkle genommen. Dann habe ich mal aus dem gleichen das Rechteck zurechtgeschnitten. Das kommt jetzt da drauf. Und dann mache ich das hier. Da drauf. Und dann klebe ich das jetzt nicht einfach zusammen, sondern ich lege es mir um die Box rum. So und so. Lege das so hin. Und dann gucke ich, dass ich das jetzt nicht ganz stramm zusammendrücke, sondern ein ganz klein bisschen spiele, dass ich das nachher auch wieder gut rauf und runter ziehen kann. Ja?
Also, dann machen wir hier ein bisschen Kleber drauf. Ihr könnt jetzt ein Magnet hinmachen und könnt es mit dem Magnet verschließen, aber ja. Wenn ich es jetzt nicht zu stramm klebe, dann geht es auch so gut. So. Jetzt muss ich kurz in mich gehen, damit es auch hält. Mein Kleber mal zwischenzeitlich zu. Trinken wir einen Schluck Wasser. Jetzt habe ich auch noch getropft. So. Und dann kann ich das gut auf und zu machen. Ja? So. Und reinkommen soll da jetzt die 24 Schokostückchen. Und in die Schokostückchen sollt ihr nachher kleine Zettelchen. Also druckt euch dann einfach ein paar Zettel aus mit, ich weiß nicht, man könnte ja zum Beispiel für jeden Tag irgendwas reinschreiben. Also entweder ein Motivationskalender. Da werde ich im Shop auch noch was bringen. Aber da müsst ihr den morgigen Tag noch abwarten. Ich habe es noch nicht ganz fertig. Und, oder dann halt Sprüche. Mach dir eine heiße Tasse Tee und genieße sie. Oder am nächsten Tag, lies ein gutes Buch und nutze die Zeit für dich. Oder gönn dir ein Stückchen Schokolade und genieße es. So irgendwie so in der Richtung. Ja? Das wäre einfach mal so. Ja, oder ihr macht 24 Türchen und sagt, heute lade ich dich zum, oder morgen früh lade ich dich zum Frühstück ein. Oder Gutschein für einen, ich nehme dich mit ins Kino. Oder, ach, ich weiß, es gibt so viel, was man machen könnte, ne? Auf jeden Fall, wir rumkommen die jetzt nice so oder so. Ach so, ich muss euch ja noch zeigen, wie die. Ich muss euch ja noch zeigen, wie die gemacht werden, gell? Ich schmeiße jetzt einmal also einfach kreuz und quer rein, damit ihr das seht, dass die reingehen. Und dann machen wir noch eins zusammen. Ich mache das jetzt einfach so, damit man es suchen muss. Ne? Ich meine, es ist ein Adventskalender. Muss ja nicht ordentlich sein. So. Ja, das ist ein Gefummel hier. Aber das ist halt immer was ganz anderes. Ich habe das mal von einer Kundin geschenkt gekriegt. Und die hatte wirklich Zettelchen drin. Da war sogar so ein ganz kleiner Mini-Engel, so ein Schutzengel drin mit, aus Metall, also selber aus so Perlchen. Also echt hübsch. Sieben. Jetzt gucken wir, welche Zahl fehlt denn noch. Die 5. Also die Schokostückchen habe ich mir ausgestanzt mit der Stanze Schokostückchen. Wow, gut. Das ist die hier, die 00612. Und die Zahl habe ich mir ausgestanzt aus den Adventskalenderzahlen. Das Praktische ist halt hier, ihr lasst es einmal durch die Maschine durch und habt alle Zahlen auf einmal. Weil die sind jetzt nicht so riesig. Ich knipse mir das auch nicht auseinander. Ich lasse es so, wie es ist. Und jag's einmal durch und fertig. Und es ist die 00377. Gut. Dann, falls ihr euch die ganze Linie nach. Und dann ist wichtig, ihr streicht euch die beide Lasche ein und klebt sie hier, also hier ist der Zipfel, der Deckel, die streicht euch ein und klebt sie so fest, so. Ja, wenn ihr das andersrum macht, wenn ihr das so rum macht und so zu, dann geht die Lasche nicht richtig zu. Also wichtig, die zwei Lasche einstreiche, hier festklebe. Ja, das mache ich jetzt mal, das ist nämlich auch ein dünnerer Kleber. So. Also hier und hier und auf der Seite Fischklebe. Hier. Wenn ich das jetzt gerade so festhalte, muss ich euch eine Anekdote erzählen.
Ich habe mit meiner Enkeltochter Mia gebastelt. Und die hat was mit Graupappe. Die ist 7, wurde jetzt vorgestern. Und mit der habe ich Graupappe-Projekt gebastelt, weil die wollte auch unbedingt eine Schachtel machen. Und dann haben wir den Boden so eingestrichen. Und dann wusste ich nicht, wie ich ihr sagen soll, dass sie das länger halten soll, bis das richtig anzieht. Dann habe ich zu ihr gesagt: Mia, du musst das jetzt festhalten. Also, wenn man jetzt so das Ding da drauf, die Wand so drauf macht, du musst das jetzt hier festhalten. Und einmal langsam alle meine Entchen singen. Und dann hält es. Also das Kind hat es eingestrichen, die Kante hat es draufgestellt. Alle meine Entchen. Und dann hat es losgelassen. Oma, das funktioniert, das funktioniert. Guck mal, das geht. Und es war so schön. Dann hat sich über jede Seite gefreut. Oh Leute, das war so schön. Das war so köstlich. Also. Oh. Kinder. So, also zum Schokolädchen jetzt. Also, und jetzt geht ihr her und habt ihr ja das hier festgemacht. Dann streicht ihr euch die beide Seiten ein, und, also nee, innen, und klebt sie so fest, dass die Seiten außen drauf sind. Also von innen her. So eine kleine Schachtel und so viel zu beachten, gell? So. Dann machen wir uns das, streichen wir uns das innen fest. Und dann kann ich das so nehmen und kann es da reinstecken. So, dann habe ich die Schachtel. Dann kleben wir uns den Fünfer noch auf. Meine Klebeunterlage. So. Und. Machen wir den Fünfer drauf. Ich habe es jetzt alle quer drauf gemacht, die Zahl. Muss ich jetzt aufpassen. Die schönere Seite hier. Den Fünfer drauf. Dann machen wir uns den Kleber zu. Na, geht doch nein. So, das und die letzte Zahl hinein. Und dann passt die eigentlich perfekt rein. So. Ja, weil es jetzt. Mann, mein nichts drin. Ach, weil das da aufsteht. So. Das muss noch richtig zu sein. Dann können wir das dann rein machen. Dann machen wir uns die Seite zu. Ja. Bisschen gucken. Die Seite zu. Ja, bin ich denn. So, machen wir den Kleber zu. Und dann ziehen wir uns die Banderole drüber. Und dann haben wir den Adventskalender, vielleicht so rum, schon fertig. So. Fertig. Man könnte natürlich jetzt noch viel mehr Schnickschnack drum machen, aber ja. Auch mal was Schlichtes ist schon mal schön, oder? Muss ja nicht immer gleich so viel sein. Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das Zusehen. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Adventskalender wieder. Tschüss, eure Jutta.